Guten Morgen aus Buenos Aires. Wir sind jetzt aufgestanden, haben alles vorbereitet und machen uns jetzt auf den Weg in die Stadt. Hier bin ich. Ich glaube, wir trinken erstmal einen Kaffee, weil hier haben wir heute, in der Unterkunft haben wir kein Frühstück dabei. Das heißt, der morgendliche Tee oder Kaffee, der fehlt heute noch. Genau. Meter später sind wir auch schon da. Jetzt arbeiten wir ein bisschen, trinken einen Kaffee, wie wir schon gesagt haben, und planen ein bisschen noch die Weiterreise. So, fertig mit Arbeiten im amerikanischen Kaffeehauskette. Und wir machen uns jetzt nochmal auf den Weg in unser Zimmer, denn wir wollen heute von unseren Sachen, die wir dabei haben, mal Fotos für unseren Blog machen. Und oh, guck mal hier. Hier wird fleißig gegrillt. Was ist hier denn heute schon wieder los? Keine Ahnung. Und so sieht es behind the scenes aus, wenn wir Bilder für unseren Blog machen. Ich stehe hier auf einem Stuhl. Lisa richtet unten die Sachen hin. Wir versuchen nämlich mal aufzuschreiben, was wir alles dabei haben in unserer Packliste. Das bedeutet unsere Klamotten und aber auch zum Beispiel, was ist in unserer Reiseapotheke oder was für Technik benutzen wir, um da mal einen langen Blogpost zu machen, wo all die Informationen drauf sind mit all den Sachen, die wir so dabei haben, die wir auch inzwischen nach 3 Monaten als nützlich empfinden oder vielleicht auch die Sachen, die wir nicht mehr benutzen. Und hier basteln wir gerade an den Bildern dazu. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und natürlich, so neugierig wie ich bin oder wie wir sind, machen wir uns jetzt gleich mal auf den Weg und schauen uns an, für was der Protest ist. Ich habe das Gefühl, wir wohnen wirklich in der Demonstrationsstraße. Da sind immer wieder Leute, die rumrennen und sagen, jetzt laufen, jetzt stehen bleiben. Aber scheinbar scheint es zu funktionieren. So, wir entfernen uns jetzt mal ein bisschen von dem Trubel. Wir dachten bisher eigentlich, das Ganze richtet sich nur auf den Hauptplatz und auf die Nuevo de Julio, die Hauptstraße hier. Und wir wollten eigentlich so eine Seitenstraße finden, um den Zug oder den Protest, die Demonstration so von der Seite zu filmen zwischen den Häuserwänden. Aber das ist nicht möglich.
hier ist alles zu. Überall laufen sie rum. Alle Straßen sind gesperrt. Hier kommt kein Auto durch. Aber wie gesagt, sehr, sehr friedlicher Protest, oder? Die haben hier irgendwie alle Laune. Hier geht es auch weiter. Aber langsam wird es ein bisschen viel Trubel. Deswegen gehen wir jetzt noch zu so einem Straßenstand und holen uns so einen Choripan und gehen wieder zurück aufs Zimmer, oder? Ja. Aber dank des Streiks oder dank der Demonstration können wir jetzt mal auf der größten Straße in Buenos Aires einfach so laufen. Ist auch geil. Hier ist das bekannte Gebäude und hier ist der Obelisk. Ja, und hier ist eigentlich da, wo die Busse und die Autos entlangfahren. Jetzt normalisiert sich die Situation hier so langsam wieder. Die Leute gehen weiter. Die Stände werden auch wieder abgebaut. Wir haben uns schnell noch die Choripan geholt und gehen jetzt auch wieder zurück zum Hotel. Ja, genau. Die Spur von der Nuevo de Julio für die Autos, die in die Richtung fahren, die ist sogar schon wieder freigegeben. Also langsam normalisiert sich sehr. Übrigens, falls ihr euch fragt, das da ist unser Balkon von unserem Zimmer. Das ist bisher der coolste Balkon, oder? Ja, ziemlich cool. Okay, eigentlich haben wir gesagt, wir filmen das erst für die nächste Folge, weil jetzt schon nach Mitternacht ist. Aber wir können nicht mehr warten. Wir sind jetzt schon am Flughafen und wir fliegen jetzt nach Miami. Jawohl. Wir freuen uns mega und können gar nicht mehr abwarten, dass es losgeht. Jetzt haben wir noch 3 Stunden. Das heißt, wir checken ein und alles weitere dann morgen.